bitte Sie, Platz zu nehmen. Meine Damen und Herren, gibt es eine Netzgesellschaft, die sich anschickt, die herkömmlichen Medien und die uns bekannte Politik zu verdrängen? Angriff auf dem Netz, der Titel unserer heutigen Diskussionsrunde in der Serie Medien macht Demokratie, veranstaltet gemeinsam von der Nationalratspräsidentin und der Vereinigung der Parlamentsredakteurinnen und Redakteure, deren Vorsitzender ich Johannes Huber bin, gehen dieser Frage heute Abend nach mit einer hochkarätigen Runde. Es freut uns, dass Sie sich alle Zeit genommen haben. Moderator Fritz Jungmeier wird Sie dann noch vorstellen. Ich darf gleich vorweg schicken, es hat leider kurzfristig krankheitsgesundheitsbedingt absagen müssen, Sebastian Kurz. Und wir haben erfreulicherweise ebenbürtigen Ersatz gefunden. Selbstverständlich ist es nicht so, dass es eine Netzgesellschaft gibt, die so wie eine Parallelgesellschaft irgendwo organisiert ist. Aber in der Wahrnehmung ist es für Medien und allzu viele Politiker immer wieder so. Es gibt offenbar ein großes Missverständnis, dass wir alle diese Netzgesellschaft sind und dass sich da neue Wege, neue Informationsmöglichkeiten, neue Diskussionsmöglichkeiten und neue Entscheidungsprozesse auftun. Das Problem ist offensichtlich, dass herkömmliche Medien und Politik nicht damit umgehen können. Aber wir haben ja heute, wie gesagt, ein hochkarätig besetztes Podium, das uns hier in dieser Frage Erhellendes geben kann. Ich darf das Mikrofon an Fritz Jungmeier, den Moderator, weitergeben. Bitte. Es freut mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Bevor wir mit der Diskussion beginnen, darf ich die Runde vorstellen. Von innen aus gesehen, von links nach rechts. Lukas Mandl, ÖAB-Generalsekretär, Jungpolitiker, der, wie seine Fanseite selber sagt, sehr aktiv ist im Internet. Herzlich willkommen. Die Politologin Steiner Hämmerle von der Uni Klagenfurt. Herzlich willkommen. Sie hat vor Jahren schon eine Studie über Kommunikationsformen der Politiker im Internet veröffentlicht. Die Online-Chefin des Standard, Frau Hinterleitner, Journalistin des Jahres, Medienmanagerin des Jahres 2011 und Sebastian Nerz, stellvertretender Vorsitzender der Piratenpartei Deutschlands. Ebenfalls sehr herzlich willkommen. Herr Mandl, Sie kommunizieren täglich über Twitter, Facebook oder Internet mit Ihren Wählern oder mit Ihren potenziellen Wählern. Was haben Sie da heute zum Beispiel so gemacht? Das ist eine gute Frage, weil der heutige Tag ist atypisch und überhaupt muss ich einräumen, dass ich nicht täglich über Facebook oder Twitter kommuniziere, aber sicher fast täglich. Ich nütze Pausen, die sich im Laufe des Tages immer und überall ergeben, um in Twitter zu schauen. Twitter lese ich auch stark, rezipiere ich auch stark. Und Twitter bestimmt insgesamt mein Mediennutzungsverhalten sehr stark, weil die Links, die auf Twitter zu finden sind, dann auch ja, priorisieren, was ich sonst konsumiere und so weiter und so fort. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ohne, und darauf werden wir heute sicher noch eingehen können, ohne die wirklich handwerklich und fachlich gute Arbeit von Presseagenturen schmälern zu wollen, dass Twitter in weiten Bereichen Funktionen einer Presseagentur übernommen hat. Und diese Funktionen nütze ich ganz einfach und ganz simpel. Ich lese mehr und rezipiere mehr in Twitter, als ich selbst schreibe und versuche in Twitter ganz bewusst nicht überall meinen Senf dazuzugeben, sondern auch meinen Prioritäten zu folgen, denen ich auch in der klassischen Medienarbeit folgen würde. Facebook hat eine völlig andere Funktion als Twitter. Nach meiner Wahrnehmung, Facebook ist ein echtes Breitenmedium. In Twitter erwarten Menschen, dass über Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und dergleichen diskutiert wird. In Facebook wollen die meisten Nutzer das eher vermeiden und kommunizieren auf einer viel persönlichen Ebene. Armin Wolf hat einmal getwittert vor Jahren, und das ist mir im Gedächtnis geblieben, das trifft es, glaube ich, ganz gut. In Twitter ist die Fragestellung in dem Feld, in dem man sein Tweet eingibt, what's happening, also was passiert gerade. Und in Facebook ist die Fragestellung, glaube ich, einmal gewesen, wie fühlst du dich gerade oder was fühlst du dich gerade?
Wie fühlst du dich gerade oder was machst du gerade? Also schon diese Fragestellung deutet darauf hin, Twitter ist mehr oder weniger, das hängt von den Nutzern ab, aber faktisch ist es das, glaube ich, ein Nachrichtenportal. What's happening? Also da geht es auch um die Sache, die geschieht, und Facebook ist personalisiert. Also was tue ich oder was fühle ich? Sehr subjektiv und sehr persönlich. Also Sie kommunizieren nicht täglich über elektronische Medien? Fast täglich, aber ich würde... Ich möchte gleich den zweiten Politiker fragen, wie das heute bei ihm war, Sebastian Merz. Ich kann zu weiten Teilen unterstreichen, was Herr Mandl gesagt hat. Auch was die Einschätzung von Twitter und Facebook angeht. Ich finde das sehr interessant, weil das eine Analyse ist, die ich so von einem deutschen Politiker nie gehört hätte. Also erst einmal ganz großen Respekt. Sie haben sich da sehr viel weitergehend damit beschäftigt, als ich das von den meisten Politikern bisher gewöhnt war. Wie ist es bei mir? Ich kommuniziere tatsächlich eigentlich jeden Tag über elektronische Medien. Das hat auch sehr viel damit zu tun, wie die Piratenpartei organisiert ist, weil unser Austausch fast ausschließlich über elektronische Medien stattfindet. Egal, ob das die Einladung ist, dass ein Positionspapier in einer Arbeitsgruppe diskutiert wird, oder ob das politische Konferenzen sind, die Organisation davon, das wird alles über E-Mail erledigt, über Twitter erledigt. Facebook ist weitgehend raus, einfach weil es ein zu geschlossenes Medium ist. Und diese Art als Partei, die Arbeit zu organisieren, bedeutet, dass man sehr leicht Feedback von außen mitnehmen kann, dass man zu jedem Vorschlag, den man ja macht, zu jeder Debatte, die läuft, zu jedem Streit, den man führt, sofort Rückkopplung erhält. Und das ist etwas Wunderbares. Weil man damit nicht erst abwarten muss, bis es ein formalisiertes Verfahren gibt, bis es ein Gesetzgebungsverfahren gibt, zu dem dann zu Anhörungen geladen wird oder ähnliches, sondern wirklich direkt, sobald man eine Idee äußert, und wenn es auch nur ein Gedanke ist, der noch gar nicht fertig durchdacht ist, erhält man sofort das erste Feedback, weiß bereits Kritik, auf die man eingehen kann, Risiken, die man beachten muss. Ja, und entsprechend wird das bei uns sehr, sehr viel genutzt. Die Piraten sind mittlerweile in 45 Staaten der Erde vertreten als Partei, haben eine schnellere Verbreitung gefunden als vor 4 Jahrzehnten die Grünen. Das liegt wahrscheinlich auch an der Kommunikationstechnik und an der Geschwindigkeit der Kommunikation. Sind quasi, Frau Steiner-Hämmerle, die Wähler der Piraten nur einen Mausklick von denen entfernt? Naja, so einfach jetzt nur auf die neue Technik der Kommunikation das abzustellen, glaube ich, wäre zu kurz gegriffen. Es hat sich doch noch viel mehr verändert in der Gesellschaft, und ich glaube, es ist jetzt nicht so sehr die Bedrohung aus dem Netz, dass die Parteien unter Bedrängnis bringen, sondern es sind über weite Strecken ihre eigenen Fehler. Ja, das mag natürlich auch sein, dass sie neue Medien zu wenig nutzen, um junge Wähler anzusprechen, aber in Wahrheit machen junge Wähler kaum das Kraut fett bei einer Wahl, das wissen die Parteien auch. Daher ist es immer die Frage, steht der Aufwand, ja, täglich zu kommunizieren, viel Zeit im Netz zu verbringen, auch wirklich dem Nutzen, also steht das dem entgegen. Ich glaube, was sich in meinen Untersuchungen schon gezeigt hat und seitdem immer wieder bestätigt wurde, ist, dass das Internet, egal jetzt ob in seinen Anfängen oder jetzt 2.0 oder dann 3.0 bald, es nie geschafft hat, neue Wählergruppen anzusprechen. Was die Piraten jetzt ganz konkret und ihren Erfolg betrifft, ist einfach die Unzufriedenheit gegenüber etablierten Parteien weitaus höher wie vor 40 Jahren noch, wie die Grünen, oder 30 Jahren, wie die Grünen ihre Anfänge hatten, und die Wähler sind einfach mobiler geworden. Also das sieht man auch ganz eindeutig. Die Piraten sind auch jene Partei, die noch nicht ideologisch festgemacht ist. Ja, es gibt sehr wenig Positionen, Freiheit im Netz, da können die meisten mit, aber was für wirtschaftspolitische oder sozialpolitische Vorstellungen sie haben, weiß ja noch niemand. Ich glaube, auch die Piraten selbst wissen das noch nicht. Und das macht es dann aber auch sehr leicht, sie zu wählen. Und wenn man sich anschaut, verorten sich ja auch die Piratenwähler, also die Partei selbst eher am linken Rand, aber die Wähler selbst sehr in der Mitte. Ja, also auch das wird sich natürlich ändern, je inhaltlich greifbarer
Piraten dann werden. Aber wie gesagt, also für mich ist, glaube ich, der Hauptgrund ist in den Versäumnissen der Parteien selber, dass sie nämlich nicht es geschafft haben, eine veränderte Welt oder auch eine veränderte Gesellschaft dafür neue Formen der Politik zu finden. Und das ist jetzt natürlich schon etwas, wo wir dann zurückkommen von eben Feedback. Ist, neue Medien bieten die Möglichkeit der Partizipation und das, also ich hoffe, da können wir noch auch vor allem über das ÖVP-Modell und die Vorschläge der Demokratiereform auch uns unterhalten, und das, habe ich das Gefühl, haben sie eigentlich bis heute nicht begriffen. Also moderne Gesellschaft, globalisierte Welt und welche Formen der Politik braucht es dazu, und das ist das eigentliche Problem. Revolutionen hat es schon immer gegeben, ja, früher wie heute, da braucht man nicht unbedingt eine Technik dazu. Die erleichtert es vielleicht, aber die Ursachen liegen, glaube ich, ganz woanders, also für alle diese Entwicklungen. Frau Hinterleitner, in Ihrer Beobachtung, Standard Online seit 95 auf dem Markt, seit 97, glaube ich, der ganze Standard Online, das war die erste Zeitung im deutschsprachigen Raum, wenn das stimmt, und Sie sind von Anfang an dabei, merken Sie einen Wandel in der Akzeptanz von politischen Inhalten auf Ihren Blogs, auf ihren Seiten? Eine Verschiebung von Interessen, eine Politikmüdigkeit, eine Ablehnung, die stärker ist als vielleicht auf der Leserbriefseite der Printausgabe? Also, nein, das würde ich nicht so sagen, ganz im Gegenteil. Ich finde, dass es, also diese Gruppe von Menschen, die sich immer schon für Politik interessiert hat, und vielleicht sogar noch einige mehr, haben jetzt bessere Chancen, überhaupt zu diskutieren und überhaupt mit anderen, die sie sonst vielleicht nicht treffen würden, bestimmte Themen überhaupt einen Dialog zu führen. Und das war früher in der Form nicht so möglich. Und das ist, ich meine, das ist ja egal, welches das Thema das ist, das kann die Politik sein, aber das kann auch, weiß ich nicht, Hundezucht oder so irgendwas sein. Und wir merken, und wenn Sie auf unsere Seite gehen, sehen Sie das ja jeden Tag, es gibt ein unglaubliches Bedürfnis, darüber zu reden, egal was passiert. Und ich glaube, das, was sozusagen die sogenannte Politikerverdrossenheit oder Politikverdrossenheit betrifft, hängt damit zusammen, dass die politische Elite es nicht mehr schafft, mit den Leuten zu kommunizieren, und die das aber so gerne hätten. Also da gibt es, und diese neuen Möglichkeiten, die es gibt, die würden das eigentlich relativ einfach möglich machen. Und ich glaube, die Politik muss sich überlegen, wie sie diese Möglichkeiten nutzen kann. Und das betrifft im Übrigen nicht nur die Politiker, das betrifft auch die Journalisten und Journalistinnen, die da ebenfalls gefordert sind, auf einer anderen Ebene mit ihrem Publikum zu reden. Und ich glaube auch, dass wir hier, ich meine, wie Sie ja gesagt haben, sind wir schon so lange am Markt, und wir stehen meiner Meinung nach noch immer am Anfang einer Entwicklung oder mittendrin in einer Entwicklung, und wir wissen noch gar nicht, wohin sich das alles bewegen wird. Was wir aber sein müssen, wir müssen diese Technik, und es ist nur eine Technik, müssen wir optimal nutzen, um das zu tun, was wir eben tun wollen, zum Beispiel als Medium aufklären. Und gemeinsam mit den Usern und Lesern das tun. Das ist sozusagen die große Herausforderung und auch die große Veränderung im Vergleich zu früher. Herr Mandl hat jetzt genickt, jetzt sind gerade die großen Volksparteien, das zeigt auch die Studie von der Frau Hämmerle, die eher Schwierigkeiten haben, auf dem neuen Wege mit ihren Wählern zu kommunizieren. Wir stehen am Anfang, haben wir jetzt gehört, was soll sozusagen das Ende sein, das Ziel für Sie? Ich komme sofort zu der Frage, zuerst muss ich mich korrigieren. Ihr Hinweis war natürlich völlig richtig. Ich nutze täglich neue Medien, nämlich auch wenn ich nicht aktiv schreibe, konsumiere ich, und das wirklich täglich. Und auch heute rückblickend habe ich das getan, indem ich auf eine Veranstaltung, die morgen stattfindet, hingewiesen habe auf Facebook. Also es findet ständig statt, offensichtlich schon so, dass ich spontan eigentlich sage, heute gar nicht und nicht täglich, aber dann doch. Ein Tag im Vorjahr war ich in einem Zeltlager ohne Empfang. Das hat die Lebensqualität nicht erhöht. Das war der einzige Tag, der mir einfällt, ohne Nutzung von neuen Medien. Und
Insofern war der Hinweis wirklich richtig. Und wir leben auch, und damit komme ich schon auf Ihre zweite Frage, in einer Phase, wo eine neue Methode entsteht, eine neue Form zu kommunizieren. Und die Geschichte wiederholt sich nicht, aber offensichtlich in gewissen Verhaltensweisen wiederholt sie sich dann doch, weil der Buchdruck wurde verteufelt, im wahrsten Sinn des Wortes. Das Telefon hat sich nur ganz langsam verbreitet. Die Zeitungen waren im K&K-Adel verpönt, statt sie als Kommunikationsmedium zu nützen, etc. Also offensichtlich, und das ist eine Binsenweisheit, glaube ich, entsteht Innovation in der Peripherie und dringt erst langsam ins Zentrum vor. Und die Innovation, damit meine ich nicht die technische Innovation, sondern eben diese soziale Innovation, wie kommuniziert wird. Ich kann allem zustimmen, was bisher gesagt wurde, soweit ich das überblicke. Wir leben in einer Zeit, in der, und das ist vielleicht für Ihre Branche auch interessant, und das meine ich in keiner Weise negativ, ich werde es gleich ausführen, potenziell jeder Mensch Journalist ist. Jeder Mensch, also das Monopol auf Öffentlichkeit gibt es nicht mehr, sondern jeder Mensch hat innerhalb von Sekunden Öffentlichkeit. Umso wichtiger wird das, was schon lange althergebracht als Medienverantwortung und als Verantwortung der Journalisten gesehen wird, nämlich Schwerpunkte zu setzen, darin, worüber berichtet wird und auch im Feld der Interpretation. Und ich glaube, das wird auch mehr und mehr, ist meine Vermutung, Sie kennen Ihre Branche besser als ich, aber meine Vermutung ist, das wird mehr und mehr ins Zentrum der journalistischen Arbeit rücken, zu interpretieren, zu deuten und das aber auf einer möglichst entweder offenkundig subjektiven Basis oder mit einer Breite, die auch bewusst gelebt und mit großer Verantwortung gelebt wird. Was Parteien betrifft, kann ich einfach nur auf die Personen und Persönlichkeiten kommen. Wir haben schon kurz gehört, wir werden auch über das Wahlrecht, über die Demokratie möglicherweise sprechen. Ich bin der Überzeugung, mehr denn je, und ich halte das für gut, wenn es die richtigen Rahmenbedingungen dafür gibt, sind Persönlichkeiten in Zukunft entscheidend. Mehr als das in der Vergangenheit war und auch mehr als Parteien es sein werden oder es bisher waren. Das heißt, Persönlichkeiten, die kommunizieren können, können sich in einem Wahlrecht, in dem Persönlichkeiten mehr zählen, auch besser durchsetzen, in einem demokratischen Wettbewerb, wie wir es uns vielleicht wünschen sollten. Kommunizieren können, ja, ist ein großes Wort, gelassen ausgesprochen. Natürlich geht es nicht nur um das Können in der Kommunikation, es geht um Fachkompetenz, es geht um vielerlei Kompetenzen in der Politik, aber das wird zu den, ja, zu den Grundrechnungsarten, ja, zum kleinen Einmaleins gehören, dass man selbstverständlich so wie Menschen kommunizieren, und ich glaube, wir können uns heute noch gar nicht vorstellen, wie in 10 Jahren, geschweige denn in 20 Jahren kommuniziert wird, so wie man sich vor 10 Jahren nicht vorstellen konnte, was Twitter ist und was Facebook ist, das zu beherrschen, weil Politik zu einem großen Maße eine kommunikative Aufgabe ist, auch eine interaktive. Der Herr von den Piraten, der Herr Nerz, hat es auch erwähnt, das ist keine Einbahnkommunikation, weniger denn je, es ist eine interaktive Kommunikation. Mir hat der Joe Barth, ein Experte, mal erzählt, ihm ist das aufgefallen von einem Politiker, den ich jetzt nicht namentlich nenne, er ist nicht von meiner Partei, mir geht es aber nicht jetzt um eine negative Zuweisung, sondern um das Modell, dass der viel getwittert hat, lange Zeit, Monate oder sogar jahrelang, aber nie reagiert hat auf Nachfragen, Antworten, Kritik etc. Also der hat das Medium als Einwegkommunikation verwendet. Fair enough, also er hat sich in das Medium hineinbewegt, aber hatte die Medienkompetenz noch nicht. Und die entsteht übrigens beim Gehen, glaube ich, ja, ohne Gusenbauer zitieren zu wollen. Aber ich glaube tatsächlich, dass Learning by Doing, es gibt keine Seminare. Ja. Also auch dieses Modell hat ausgedient, ja, so wie okay, jemand wird frisch Bürgermeister, geht in ein Rhetorikseminar, was ich übrigens gut finde, wenn er das tut, aber er, was er in einem neuen Medienseminar lernen könnte, das ist möglicherweise 10 Tage später schon ausgedient und veraltet. Und deshalb Persönlichkeiten, die kommunizieren können. Irgendwann, früher als wir glauben, wird es Digital Natives in der Politik geben. Das ist der Herr Merz vielleicht schon oder gerade noch nicht, weiß ich nicht. Aber das wird normal. Also es ist sehr, sehr wichtig, dass wir darüber diskutieren. Aber es wird ein Muss sein und es wird innerhalb kürzester Zeit kein Asset mehr sein. Kein Wettbewerbsvorteil, sondern die Inhalte
Inhalte, die in diesen Medien kommuniziert werden, werden wieder der Wettbewerbsvorteil sein. Okay. Wenn Politikern, die kommunizieren können, die Zukunft gehört, in welche Kategorie fällt dann Heinz-Christian Strache? Der FPÖ-Chef ist in Facebook der Politiker mit den meisten Anhängern, mit Abstand die meisten Anhänger in Österreich. Ist das Kommunikation oder ist das eine spezielle Form von Protest? Frage ich die Politologin. Naja, es zeigt einmal, dass er eine gute Marke ist, wenn wir das so wollen in der Politik. Das macht man natürlich auch gleichzeitig dann wieder Sorgen, und da möchte ich dem Herrn Mandl schon auch widersprechen mit den Persönlichkeiten, die in Zukunft mehr entscheidend sind und wie sie kommunizieren können. Professionalisierung in der politischen Kommunikation hieß während den 90er Jahren vor allem oder mit den 90er Jahren irgendwie sehr auf Rhetorik, Aussehen, Telegenität und so weiter. Und wir haben heute quasi das Ergebnis dieser Entwicklung, und das ist eigentlich ein enormer Vertrauensverlust. Und für mich stellt sich jetzt nicht die Frage, wie kann ich jetzt kurzfristig ja, gegen meinen politischen Gegner besser dastehen, weil wenn ich jetzt sage, diese mediale Kommunikation, glaube ich, wird weniger bedeutend sogar, sondern es geht einfach wieder darum, Vertrauen zu gewinnen. Und wie gewinne ich Vertrauen? Und das weisen eigentlich auch seit den 70er Jahren alle Daten so aus, nämlich im persönlichen Gespräch. Ja, also ich glaube, Wahlkampf wird sich wieder viel mehr auf die Straße bewegen, wird Klinken putzen werden. Also es geht nicht mehr, es geht eigentlich nicht so sehr um diese Fähigkeit, medial zu kommunizieren, sondern wirklich wieder in Kontakt zu treten mit Personen. Und das ist etwas, was Politiker wahrscheinlich verloren haben. Und das kann man auch nicht delegieren ins Netz, glaube ich, oder jetzt auch, wenn Sie sagen, interaktiv, und man bekommt dann sehr schnell ein Feedback. Man muss schon sehen, im Netz diskutiert eine Elite. Und nur so lange funktioniert es eigentlich auch wirklich. Also sobald Twitter von allen genutzt wird, wird es wahrscheinlich problematischer werden, und die Elite verzieht sich wieder in ein neues Medium, auf eine neue Plattform, so wie es auch wahrscheinlich in Facebook, so wie ich es beobachtet habe, es einfach auch beim E-Mail passiert ist. Also solange per E-Mail einzelne Abgeordnete, die quasi so Early Adopters waren, dieser Technik gut erreichbar waren und auch tatsächlich geantwortet haben, war das ein attraktives Medium, ja, um in Kontakt zu treten, zu kommunizieren. Sobald alle E-Mail-Adressen hatten und dann auch nicht mehr persönlich die Zeit hatten. Ja, ich habe vor vielen, vielen Jahren nochmal, bin erschrocken, wie viel E-Mails die Eva Glawischnik bekommt jeden Tag. Also das wäre absolut illusorisch, sogar wenn sie 24 Stunden davor sitzt, könnte sie das nicht bewältigen. Und ab dem Zeitpunkt wird es eben unattraktiv. Aber ich glaube eben, ganz anders wird es, also ich hoffe, sagen wir mal so, für die Demokratie, dass die Entwicklung eine andere sein wird, dass nämlich es wieder hingeht zum persönlichen Kontakt, und soviel ich weiß, gehen auch die Piraten miteinander ein Bier trinken und haben eben nicht nur diese mediale Kommunikation, sondern haben ihre Stammtische, und auch davon lebt es. Also ich denke mal, oft ist es viel entscheidender und verbindender, gemeinsames Bier zu trinken, als wie eben sich im Netz regelmäßig zu treffen. Man kann natürlich diese Technik nutzen, aber dass es jetzt ein Allheilmittel wäre und unsere Demokratie verbessern würde, also diese Vorstellung, glaube ich, der darf man also nicht erliegen. Politiker werden wieder Klinken putzen, Frau Hinterleitner hat den Kopf geschüttelt, warum? Naja, weil dieses Beispiel mit den E-Mails zeigt ja schon, dass man, wenn man dann in persönlichen Kontakt mit den Personen tritt, dass ja genauso zeitaufwendig ist, wenn nicht noch zeitaufwendiger, als bei E-Mail zu kommunizieren. Also ich glaube auch nicht, dass das wirklich funktionieren kann. Und den großen Vorteil, das Netz hat ja den großen Vorteil, dass ich ja nicht nur die habe, die sozusagen quasi für mich diskutieren, also die Argumente austauschen, und wenn der Politiker dann antwortet, dann lesen das eine viel größere Menge an Personen mit. Also wir haben da lustigerweise mal so einen von uns gar nicht initiierten Diskussion über die EU auf unserer Seite gehabt. Da hat der Herr Fockenhuber mitdiskutiert. Ich weiß nicht, wie viele Tausende, um nicht zu sagen Hunderttausende Zugriffe diese Diskussion hatte. Und da haben nur eine Handvoll von Personen diskutiert, aber mitgelesen haben viel mehr. Also es ist quasi viel effizienter, interaktiv zu kommunizieren, und man erreicht dann auch sehr viele Leute. Und ich glaube,
Es geht ja nicht darum, dass die Menschen erwarten, dass man mit jedem Einzelnen, also dass der Politiker sozusagen mit jedem Einzelnen kommuniziert, aber sie wollen, was sie glaube ich haben wollen, ist eine ernsthafte Auseinandersetzung mit bestimmten Themen und mit bestimmten Argumenten. Und dass das nicht egal ist, welches Thema oder welches Argument jemand bringt, sondern dass betrifft genauso die Journalisten, wie gesagt, nicht nur die Politiker, dass sie auf diese Kritik einfach eingehen. Und das reicht ja dann einmal sozusagen zu antworten. Die Piraten sind in Deutschland, jetzt sind 5 Landtagen vertreten. In 4, ja. In Schleswig-Holstein war es so, dass sie ungefähr mit 8% eingezogen sind. Und von allen Wählerreservoirs, von den Nichtwählern, von den Grünen, von den Sozialdemokraten und von den Freien Demokraten und von der CDU zwischen 11% und 14% abgesagt haben. Also sehr, sehr gleichmäßig in Wirklichkeit, wird auch die Politologin bestätigen. Wie erklären Sie sich das? Es geht für sehr viele Menschen darum, dass sie tatsächlich das Vertrauen in etablierte Parteien verloren haben. Sie sehen, dass es da Hin- und Her-Entscheidungen gibt, dass es Richtungswechsel gibt in der Politik. Gerade in Deutschland hatten wir in den vergangenen 3 Jahren für Atomkraft, gegen Atomkraft, für Atomkraft, gegen Atomkraft, dann den Ausstieg aus dem Ausstieg und ähnliches. Wir hatten bei der Europapolitik, es ist mittlerweile eigentlich zum stehenden Begriff geworden, dass sobald die Bundeskanzlerin etwas ausschließt, dass es auf keinen Fall passieren wird, dass es 2 Wochen später dann offizielle Regierungshaltung ist. Und dieses Hin und Her, jeweils ohne Erklärung, ohne dass man es nachvollziehen kann als Bürger, ohne dass man sich an jemanden wenden kann und nachfragen kann, was bedeutet das für mich? Das sorgt dafür, dass sich Menschen von den etablierten Parteien abgewendet haben und eine neue Form der Politik, der politischen Auseinandersetzung suchen. Da geht es dann zum Teil tatsächlich nicht so sehr um die Inhalte, da geht es um die Art, wie Politik gemacht wird, dass man eben erklärt, was man tut und dass man die Vor- und die Nachteile nachlesen kann. Das ist eine ganz andere Form der Öffentlichkeit. Das ist auch eine andere Form, mit Archiven umzugehen. Das ist etwas, das hier noch gar nicht angesprochen wurde. Man konnte sich früher als Politiker weitgehend darauf verlassen, dass wenn man etwas gesagt hat, dann sind ein paar Jahre vergangen, dann haben das vielleicht noch Journalisten in den Archiven nachgelesen. Aber es sind nur wenige Bürger wirklich auf die Idee gekommen, in ein Zeitungsarchiv zu gehen und danach zu lesen. Heute kann man es googeln und was ich als Politiker vor 5 Jahren gesagt habe, wenn ich jetzt meine Meinung dazu ändere, kriege ich 2 Minuten später eine E-Mail, in der steht, damals hatten Sie doch was anderes gesagt, warum? Und dann muss ich das begründen können. Das ist auch ein ganz anderer Umgang mit Konsequenz, mit Vertrauen, den ich als Politiker bringen müsste. Wenn Sie sagen, es hat vielleicht weniger mit Inhalten zu tun, da war jetzt mein Eindruck ein ganz anderer, wenn ich nur das Glossar Ihrer Homepage zitiere, also freie Drogenpolitik, freier öffentlicher Verkehr, völlige Integration aller in der Bundesrepublik lebenden Menschen ins Bildungswesen, in den Arbeitsmarkt, in die sozialen und gesellschaftspolitischen Einrichtungen, freier Zugang zu öffentlichen Inhalten, freie Software, also das sind ja eher nicht wahnsinnig mainstreamige Positionen, würde ich sagen. Die Piratenpartei ist eine freiheitlich-liberale Partei und versucht das auch neu zu denken. Was bedeutet Freiheit, was bedeuten Grundrechte in einer Gesellschaft, die sich sehr grundsätzlich verändert? Welche neuen Ansätze brauchen wir dann da? Der große Vorteil, den wir haben, ist, dass wir tatsächlich Ideen, die so für eine etablierte Partei zu radikal wären, offen ansprechen können, wie zum Beispiel einen sehr deutlichen Wechsel in der Drogenpolitik anzusprechen, der für alle anderen Politiker irgendwie immer als zu riskant galt, auch wenn man in vielen Fachgesprächen dann durchaus Zustimmung erhält. Also wir haben ein sehr weit ausgebautes Programm. Es ist nur für viele bei der ersten Beschäftigung mit der Partei nicht das Entscheidende. Es ist später entscheidend, vielleicht auch bei der Wahlentscheidung relevant, aber eben nicht bei dem ersten Kontakt. Sie stoßen aber auch auf Widerstand und Widerspruch bei Gruppen, die in vielen gesellschaftspolitischen Bereichen ja eher auf ihrer Linie liegen. Ich erwähne jetzt diesen
Brief der Intellektuellen, der Künstler, der Freischaffenden, die sagen, wir sind die Urheber, also die ganz und gar nichts damit anfangen können, dass die Piraten den freien Zugang auf geistiges Eigentum fordern. Ja, natürlich. Jede politische Reform, die man anstrebt, hat ihre Befürworter und hat ihre Gegner. Und wenn man eine Reform des Urheberrechts anstrebt, dann sind die bisherigen Urheber, die vom bisherigen Urheberrecht ja zum Teil profitiert haben, natürlich erst einmal skeptisch. Und da haben wir als Partei auch jahrelang Fehler gemacht, dass wir nicht klar genug gesagt haben, was wir eigentlich möchten. Da gab es das Gerücht, dass wir das Urheberrecht abschaffen wollten, was nicht stimmt. Wir wollen es reformieren. Wir wollen es zum Teil sehr weitgehend reformieren, zum Teil ist es nur eine sehr sind das Detailverbesserungen, aber da haben wir einfach den Fehler gemacht, da haben wir falsch kommuniziert, da haben wir auch die Kommunikation über das Netz falsch eingeschätzt. Jeder Politiker, der zum Beispiel twittert, bewegt sich in einer kleinen Blase von Menschen um ihn herum, von denen er Nachrichten liest, die er mit seinen Nachrichten erreicht. Ab und zu mal kommt man aus dieser Blase raus, hat man einen Top-Tweet bei Twitter oder kommt mit seinen Tweets in große Blogs, erreicht eine Vielzahl von Menschen. Aber der größte Teil der täglichen Kommunikation erreicht immer die gleichen Menschen. Und da erliegt man ganz schnell dem Irrglaube, dass man eine breite gesellschaftliche Debatte hätte und ist dann überrascht, wenn man sich aus dieser Filterblase wieder hinaus bewegt, zum Beispiel in eine Podiumsdiskussion, in einen offenen Diskurs in einer Schule, in einer Uni, und sieht, dass es dass viele der Argumente, viele der Debatten, die man geführt hat, so gar nicht verbreitet wurden. Von deshalb muss ich Frau Steiner-Hermann dazu stimmen. Es geht nicht nur ums Netz. Man muss auch in der Politik noch ganz normal auf die Straße gehen und muss mit den Menschen reden. Man erreicht nie alle. Völlig egal, welches Medium man nimmt. Auch auf der Straße erreicht man nicht alle. Auch auf Twitter erreicht man nicht alle. Auch auf Facebook erreicht man nicht alle. Und da muss Politik sich öffnen, dass sie versucht, alle Kommunikationskanäle, die es gibt, zu nutzen. Jetzt haben Sie aber das Manko, dass Sie zum Beispiel auf der Seite des Klinkenputzens eher schwach aufgestellt sind. Wie wollen Sie da auf dieser Seite Ihr Spektrum verbreitern? Doch eine normale Partei werden? Wir sind eine normale Partei. Mittlerweile über 30.000 Mitglieder. Halb so groß wie die Grünen. Da kann man schon einige Klinken putzen. Es geht noch nicht ganz so gut wie bei der CDU, die etwa 15 mal so viele Mitglieder hat, aber es geht eigentlich. Wir erreichen viele tatsächlich viel mehr online, als wir offline, als wir im Straßenwahlkampf erreichen. Aber wir haben den Vorteil, dass wir das die ganze Zeit machen können. Das ist ein Fehler, der zumindest in Deutschland von vielen Politiken gemacht wird, dass man Infostände, dass man also Straßenwahlkampf nur zu Wahlkampfzeiten macht, dass man aber außerhalb des Wahlkampfs sich nie auf den Marktplatz stellt und einfach mal sagt, hallo, sprecht mich an, ich bin da, ich höre euch zu. Das ist etwas, das wir machen und das sehr, sehr gut aufgegriffen wird und damit erreicht man natürlich auch mit relativ wenig Personalaufwand über eine gewisse Zeit dann sehr viele Menschen. Wir haben vorhin das geistige Urheberrecht angesprochen. Eine Reform, so eine weitgreifende Reform wie die Piraten, das wollen kann ja auch nicht im Sinne eines Medienhauses sein, oder? Frau Hinterleitner. Oh je, jetzt muss ich zum Urheberrecht Stellung nehmen. Na, ich glaube, die Gesellschaft muss sich überlegen, wie sie sozusagen mit etwas, was man permanent vervielfältigen kann und es trotzdem noch immer da bleibt und nicht sozusagen dann weg ist und es sich nicht ändert, dass man da eine andere Form des Entgelts finden muss für den, der das sozusagen erstellt hat. Und wir verteidigen natürlich auch unsere Urheberrechte, also unsere Artikel kann man nicht einfach nehmen und woanders veröffentlichen. Trotzdem freuen wir uns außerordentlich und erlauben wir es natürlich jedem Leser, dass er einen Text von uns nimmt und den auf seiner Seite Blog oder wo immer publiziert. Also das würden wir nicht verfolgen. Was wir schon verfolgen würden, oder was wir auch schon verfolgen, ist kommerzielle Nutzung unserer Inhalte. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin da jetzt keine Spezialistin dafür, aber ich glaube, dass dadurch, dass das Medium, also diese Technik, es erlaubt, mit diesen Dingen anders umzugehen,
mit einem Film oder mit einem Musikstück oder so. Und in der Musikindustrie ist ja auch schon vorgezeigt worden, ist, wie es eigentlich funktionieren könnte. Apple mit iTunes hat ja es nicht deswegen geschafft, sogar Geld damit zu verdienen, und ich glaube auch, dass mittlerweile die Industrie damit recht zufrieden ist, welche Einnahmen da generiert werden, hat es alleine nur deswegen geschafft, weil es einfach so bequem und angenehm ist, dort einen Musiktitel zu kaufen, und die User zahlen für das Service. Und wenn wir jetzt hergehen und uns überlegen, ein Geschäftsmodell wie die Zeitung, die jeden Tag an die Haustür gebracht wird, dann zahlt man eigentlich die Abogebühr ja auch für das Service, dass die Zeitung tatsächlich in der Früh um 5 Uhr, wenn ich aufstehe, vor meiner Haustür liegt. Das ist ja das Tolle, warum man bereit ist zu zahlen. Und ich glaube, man muss einfach Modelle finden für die Inhaber, die Rechteinhaber, wie das vergütet werden kann. Und darüber muss man ganz offen diskutieren und kann nicht alte Geschäftsmodelle auf komplett neue Strukturen drüber stülpen. Das wird nicht funktionieren. Und es ist ja, ich meine, es ist ja nicht so, dass das Urheberrecht momentan ausgehebelt ist. Das wird ja verfolgt. Und Sie wissen ganz genau, dass es Kanzleien gibt, die sich nur damit beschäftigen, Urheberrechtsverletzungen im Netz zu verfolgen, und man zahlt da auch ganz ordentlich. Also es ist nicht so, dass das nicht passiert. Aber trotzdem wird das weiterhin sozusagen gratis, kostenlos kopiert werden, wenn man nicht ein Service findet, wie man das trotzdem sozusagen als, wie wir das zum Beispiel sehen. Für uns ist das ja eine Freude, wenn ein User einen Artikel so gut findet, dass er den auf seinen Blog stellt. Und ja, um das geht es einfach, ja. Und trotzdem kauft er die Zeitung. Also die Zeitung wird deswegen nicht weniger oft verkauft. Und sie kommen deswegen vielleicht öfter auf unsere Seite, und wir können mehr Werbung verkaufen. Also man muss sich da einfach für jedes einzelne Produkt muss man sich überlegen, wie man das bestmöglich, nämlich die Technik, die Möglichkeiten dieser neuen Technik, wie man die bestmöglich ausnutzt. Also ich glaube nicht, dass jetzt die österreichischen Parteien, außer den Grünen, die nehme ich jetzt einmal aus, eine große Bereitschaft jetzt erkennen lassen würden, da wirklich weit zu gehen, Herr Mandl, oder? Beim Urheberrecht? Mhm. Also wir hatten unlängst auf Initiative unserer Kultursprecherin Silvia Fuhrmann eine Urheberrecht-Enquete hier im Haus. Um ganz ehrlich zu sein, war ich weder dabei, noch habe ich die Ergebnisse gelesen. Um noch ehrlicher zu sein, wurde ich heute Nachmittag eingetaktet für die jetzige Veranstaltung. Und ich möchte nicht in die Falle tappen, dass Politiker auf jede Frage eine Antwort geben, obwohl sie keine wissen. Tatsache ist, und so viel kann ich auf jeden Fall sagen, so viel registriere ich auch. Ich muss nicht Experte für alles sein, aber das Thema ist auf der Agenda. Und wir müssen etwas tun zu dem Thema. Deshalb gab es ja auch die Enquete, und deshalb gibt es in Deutschland die Piratenpartei mit den Erfolgen. Deshalb wird das so thematisiert, wie wir es von der Frau Hinterleitner gerade gehört haben. Tatsache ist, ich kann es unterstreichen nach meiner Wahrnehmung, dass neue Medien, im wahrsten Sinn des Wortes, die nach neuen Gesetzmäßigkeiten noch funktionieren, nicht mit alten Normen allein zu regulieren, jetzt ausnahmsweise im positiven Sinn des Wortes, zu regulieren sind. Und daher ist das Thema auf der Agenda, und daher wird sich zu dem Thema auch etwas bewegen. Ich möchte schon eingehen auf einen Punkt, der angesprochen wurde, speziell von der Frau Steiner-Hämmerle, der ich auch zustimme in allen Punkten, weil ich gar keinen Widerspruch sehe. Aber vielleicht habe ich mich missverständlich oder einfach verkürzt ausgedrückt. Klinkenputzen wird immer, solange es Demokratie gibt, also ich hoffe immer, eine Rolle spielen, weil der persönliche Kontakt, die persönliche Rede und Gegenrede, das von Angesicht zu Angesicht kommunizieren, nicht wegzudenken ist in der Politik. Ich glaube auch gar nicht, dass es jedem Politiker
unmöglich ist, mit allen Bürgerinnen und Bürgern zu kommunizieren. Ich würde sagen, ein Bürgermeister in einer Gemeinde mit bis zu 3000 Einwohnern kann das nicht nur, sondern er soll es auch. Und ein Bundespräsident kann das auf keinen Fall und muss andere Wege suchen. Wir haben jetzt nur über die mediale Dimension gesprochen und da speziell über die digitale Dimension der Kommunikation. Und da bin ich schon wertend, indem ich sage, ja, die neuen Medien eigentlich realisieren die einen Traum, ich glaube einen jahrhundertealten Traum, auch von Gelehrten und Denkern, dass alle Menschen wie in einer endlosen Enzyklopädie an Themen und an Inhalten mitarbeiten können, frei von Barrieren räumlicher oder materieller Natur. Dass wir das auch klug leben müssen und dass wir in Anfangsschwierigkeiten in Wahrheit stecken, dass wir noch am Anfang stehen, auch das hat jemand vorhin gesagt. Das stimmt alles, deshalb müssen wir uns auch damit auseinandersetzen. Aber dass das insgesamt das Zeug dazu hat, vieles, das wir an Demokratie schon lange idealisieren, auch erst jetzt tatsächlich umzusetzen, durch diese Teilhabe an Kommunikation, dass da tauchen auch bürgerliche Freiheiten und bürgerliche Tugenden auf, wie ich sie mir zum Beispiel wünsche oder wie ich sie auch hochhalte, und das machen diese neuen Medien möglich. Es kommt dann darauf an, wie wir damit umgehen. Es hat noch nie ein Medium, ein Mittel, eine Methode als solches etwas verbessert, aber es liefert uns das Instrumentarium dafür, vieles besser zu machen in der Kommunikation, und enthebt zumindest meine Branche nicht davon, von Angesicht zu kommunizieren, Klinken zu putzen und so weiter. Das scheint mir jetzt ein bisschen die Gefahren sozusagen des Internets klein zu reden. Ich möchte erinnern an zwei Beispiele der jüngsten Vergangenheit, wo die Politik dann doch quasi sehr überrascht wurde. Einmal diese Bürgerinitiative in Schwäbisch Gmünd, wo ein Freibad nach einem Politiker benannt werden sollte, und jetzt sage ich einmal salopp, Lausbuben haben im Internet einen Streich angefangen und das Freibad hätte Bud Spencer Freibad getauft werden sollen, und es haben 100.000 für Bud Spencer gewotet. Und hier gleich in unserer Nähe zur Slowakei die Chuck Norris Brücke, die auch nie realisiert wird. Aber würde die Politik die Internetvote wirklich ernst nehmen, zuerst aufrufen und dann wird nicht so gewotet wie gewünscht, das ist ja auch nicht der richtige Umgang, das kann es ja nicht sein. Also Demokratie ist eine Entscheidungstechnik und alles drumherum macht aus, wie verantwortungsvoll wir diese Entscheidungstechnik leben. Und diese Entscheidungstechnik sagt, eine Mehrheit entscheidet und es gibt wichtige Ausnahmen, die Menschenrechte betreffen und dergleichen mehr. Insofern nein, die Internet Quoten sind nicht ernst zu nehmen, weil sie ja keine Mehrheiten der Bevölkerung sind, sondern Mehrheiten derer, die solche Plattformen nützen, um abzustimmen. Wenn wir jetzt da in die Details gehen, ich bin auch niemand, der von heute auf morgen, ich bin schon jemand, der glaubt, das wird in 50 Jahren so sein, ob wir wollen oder nicht, und meine Kinder werden das so nützen, aber nicht von heute auf morgen will, dass alles digitalisiert wird, also Abstimmungen und Wahlen digitalisiert werden oder gar, dass es nur noch diese Möglichkeit gibt, an Abstimmungen oder Wahlen teilzunehmen. Wir müssen uns nur seriös damit beschäftigen, dass vom Bankverkehr bis zu ganz vielen Aktivitäten des täglichen Bedarfs, heute ist in einer Zeitung gestanden, Pizza wird immer weniger telefonisch und immer mehr elektronisch bestellt. Also wir leben in einer Zeit, in der sich die Technik parallel zum Verhalten der Menschen weiterentwickelt. Also sollten wir uns damit sehr, sehr seriös und auch sozusagen mit angezogenen Zügeln, aber schon vorwärts damit beschäftigen, wie werden wir in einem halben Jahrhundert abstimmen oder wählen. Aber das hat nichts zu tun, also ich würde das wirklich unterscheiden mit so Jux-Abstimmungen über Chuck Norris-Brücken oder dergleichen. Das Beispiel mit dem Freibad kannte ich, glaube ich, nicht, oder es war mir neu. Aber wenn jemand dort dann baden geht, dann war das vielleicht ein schlechter Politiker, nachdem das benannt werden hätte sollen. Insofern hätte es dann wieder gepasst oder hätte es umgedeutet werden können. Also, das eine sind einerseits Anfangsschwierigkeiten oder auch die typischen Kinderkrankheiten von solchen Projekten oder auch Entwicklungen. Und das andere ist, glaube ich, eine sehr seriöse Auseinandersetzung. Und neue Entwicklungen bringen immer Gefahren mit sich. Sie haben die Gefahren angesprochen, zu Recht, die Gefahren des Internets, das betrifft ja nicht nur die Demokratie, das betrifft Stalking, das betrifft ganz üble Dinge, die auch gerade bei Pubertierenden, bei Teenagern passieren, nicht nur können, sondern tatsächlich passieren. Und damit müssen wir uns sehr, sehr seriös und ernsthaft auseinandersetzen, aber
wir werden die Technik im besten Sinn des Wortes auch als Kommunikationsform nicht aufhalten und ich glaube, wir sollen sie auch nicht aufhalten wollen. Wir sollen eben sehr verantwortungsvoll damit umgehen wollen. In den Niederlanden wird seit Jahren diskutiert, die Parlamentswahlen über Internet auch zu ermöglichen. Wird es wirklich noch 50 Jahre dauern, wie Herr Mandl sagt, Frau Steiner-Hämmerle? Und was wäre so schlimm, wenn wir das Parlament über Internet wählen? Ja, gut, da könnte ich jetzt einen Vortrag halten, weil es war zufällig Thema meiner Dissertation über die Online-Wahlen und die Möglichkeiten. Anfangs war ich an und für sich da auch von dieser Idee sehr angetan, genauso wie ich diesen digitalen Traum auch geträumt habe von umfassender Partizipation und gleichberechtigtem Zugang. Und je mehr ich mich mit der Materie auseinandergesetzt habe, desto skeptischer bin ich geworden. Also aus verschiedenen Gründen, beginnend mit der Manipulationsmöglichkeit, auch dass vielleicht Wahlen doch was anderes ist wie Pizza bestellen oder die nächsten Dancing Stars zu voten, weil Fakt ist, also wie man diese Idee geboren hat, da hat es ja noch geheißen, man setzt sich daheim vor dem PC, loggt sich mit einer Bürgerkarte ein und so weiter, also es hätte noch eine gewisse Prozedur zumindest gebraucht. Heute wäre es ja so, dass man das auf mobilen Smartphones irgendwie schnell dazwischen erledigen könnte. Dadurch ist die Frage, wie ritualisiert muss Demokratie sein, um uns etwas wert zu bleiben, sage ich mal, oder auch die Bedeutung weiter zu schätzen. Aber tatsächlich kann man natürlich diese Möglichkeiten schaffen und da sind wir vielleicht auch beim Punkt, der bis jetzt ein bisschen noch ausgelassen wurde, ist, weil wir nur über Politiker und die Journalisten gesprochen haben. Ganz wichtig, glaube ich, ist es einfach daran zu denken, welche Kompetenzen brauchen Bürger, ja, um dem Ganzen gewachsen zu sein. Da glaube ich, liegt vieles im Argen, wie es seit vielen Jahren ist in der politischen Bildung in Österreich. Das hat historische Gründe mit dem ersten Opfer des Nationalsozialismus und dass wir diese Zeit sehr lange gebraucht haben, um das aufzuarbeiten. Aber tatsächlich ist es so, dass ich glaube, Kinder heute in den Schulen zu wenig lernen, über einmal mit dieser Informationsfülle umzugehen, aber auch die erforderlichen Kompetenzen für eine Demokratie zu erwerben. Also da ist für mich also ein ganz wichtiger Punkt oder Ansatzpunkt zumindest, wie wir denn dazu kommen, nämlich dann wirklich zur Partizipation. Und Partizipation ist schon heute so, also wie Sie das auch geschildert haben, die Parteien blockieren das schon auch. Und wenn man jetzt sagt, im Netz, das sind nur ein paar und so weiter und wir bekommen jetzt mehr direkte Demokratie. Für mich ist das eigentlich nur ein Schritt zu wenig, weil was wird das heißen, wenn die Parteien nicht mehr weiter wissen oder sich nicht einigen können oder die Verantwortung nicht übernehmen wollen, dann macht man halt eine Volksabstimmung und lässt das Volk entscheiden und ansonsten bleibt alles beim Alten. Und das ist es eigentlich, glaube ich, wo einfach die Piraten auch punkten oder so neue Angebote punkten, nämlich die Bereitschaft wirklich noch Bürger auch mitentscheiden zu lassen, mitberaten zu lassen, nämlich im Vorfeld von Entscheidungen und nicht dann erst, wenn es in der Abstimmungssituation soweit ist. Vielleicht darf ich jetzt noch ein paar Zahlen sagen, eben noch einmal zu dieser auch Jugendliche und im Internet und Politik. In Deutschland gibt es eine Umfrage aus dem Jahr 2010, auch Facebook, und da ist ganz klar hervorgekommen, auch Facebook ist für Jugendliche mehr oder weniger politikfreier Raum. Also die setzen sich nicht mit Politik auseinander, das ist natürlich auch ein Zeichen unserer Zeit, das ist einfach ihnen nicht wichtig oder sie sind verdrossen, sie sind nicht uninteressiert. Also das muss ich auch ganz klar sagen, sie sind einfach nur unzufrieden damit und zum Beispiel diese deutsche Jugendmedienstudie hat gesagt, also nur 5% der 12- bis 19-Jährigen hatten im Jahr 2010 Kontakt mit Politikern über Facebook, also 5% der Jugendlichen, der Gruppe, die man ja eigentlich erreichen will. Und auch die deutsche Shell-Studie sagt, Online-Aktivismus ist für 31% der Jugendlichen vorstellbar, aber nur 10% haben es tatsächlich schon gemacht. Also auch dort, vielleicht im Vergleich bei der Partei mitarbeiten, können sich 17% vorstellen, aber nur 2% tun es tatsächlich. Es sind jetzt Zahlen aus Deutschland natürlich, in Österreich kenne ich leider keine, aber da sieht man schon, dass auch diese Technik eigentlich nicht wirklich die Situation verändern wird, ja, sondern da braucht es einmal, glaube ich, mehr Kompetenzen bei den Bürgern. Es braucht auch ein realistischeres Bild von Politik und was sie leisten kann. Ich glaube, das ist auch in Österreich ein Problem, dass man sich nämlich zu viel erwartet. Es muss
Bürgern auch klar sein, dass zur Politik einfach ein Konflikt gehört, dass man auch eine Position einmal wechseln darf und soll, ja, damit man Politik betreiben kann. Das sind alles Dinge, wo in Österreich ich mir aus diesen Gründen Sorgen mache, dass die Bevölkerung bei einem Wahlkampf, wenn jemand plakatiert, genug gestritten, da eigentlich das ureigenste Wesen von Politik negiert wird, ja, und das funktioniert. Ja, und das ist ja eigentlich das Problem. Und dann ist es egal, ob wir uns auf der Straße streiten oder im Netz streiten oder wo auch immer. Nur es muss klar sein, wie gestritten wird und um was gestritten wird und dass eben Streit, wenn man es so nennen darf, einfach auch notwendig ist in einer Demokratie und legitim ist. Ja. Ja, also das sind so für mich eigentlich die Knackpunkte. Natürlich das Verhalten der Parteien selber, auch die Bereitschaft dazu, Bevölkerung wirklich einzuladen, bevor sie ihre Entscheidungen schon getroffen haben und ihre Positionen eingegraben haben, meistens auf gegenüberliegenden Positionen, und dann eben auf der anderen Seite eben mehr Bildung, vor allem in der Schule natürlich, um diese Kompetenzen, die notwendig sind, zu erhöhen. Also um es noch einmal herunterzubrechen, wenn für viele Junge das Facebook ein quasi politikfreier Raum ist, dann soll man die relativ hohe Anhängerschaft von Strache oder auch den Grünen auf Facebook nicht überbewerten. Obwohl das ja sicher zwei komplett verschiedene Anhängerschaften sind. Mhm. Nehme ich einmal an. Ich meine, was wir auch ganz stark sehen bei den Jugendlichen, ist noch einmal dieser Political Divide, kann ich jetzt sagen. Ja, also das ist auch bei allen anderen Umfragen zur politischen Bildung, dass sich natürlich die AHS-Schüler oder die bildungsnahen Schüler und Schülerinnen und Jugendlichen, die sind ja dann eher beim Ziegelstein gelandet, ja, der ja noch mehr Anhänger hatte. Strache spricht jetzt, sagen wir mal, mehr bildungsfernere Jugendliche an. Das ist natürlich jetzt noch einmal ein Problem, wo man nicht so weiß, wie man damit umgeht. Wenn wir jetzt in die Schule mehr politische Bildung machen, fehlen uns natürlich immer noch jene Gruppen, die sagen wir mal, auch Propaganda anfällig sind, Populismus anfällig sind, egal ob auf der Straße oder im Netz, in meinen Augen. Okay. Wir sind über der Hälfte unserer Zeit und ich möchte dem Publikum die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, bitte. Eigentlich ist es eher eine Frage an die beiden Politiker, denn in der Einladung stand die Frage, wie kann man eine neue Debattenkultur entstehen und wie wird diese aussehen? Und Sie, Herr Mandl, haben auch gesagt, dass Sie vieles tun, um die Kommunikation sozusagen zu verbessern. Und ich frage deswegen nach dieser Debattenkultur und wie Sie sich als Politiker vielleicht vorstellen, dass Sie die verbessern können. Wir haben uns die Posting und Comments auf Facebook von den Politikern vor Wahlkämpfen angeschaut, 4 Wochen vor den Wahlkämpfen. Und dabei zeigt sich eigentlich... Wer ist wir, bitte? Bitte? Wer ist wir? Wir, Uta Russmann, und es war an der Universität Innsbruck. Danke. Und dabei zeigt sich eigentlich, dass sozusagen von den, weil wir haben auch gesagt, Sie haben auch gesagt, Strache hat so viele Fans, von diesen 100.000 Fans maximal 2-10% einmal was posten, ganz wenige mehrmals. Und dann zeigt sich in diesen Postings, nicht nur bei Strache, sondern bei allen anderen Politikern auch, dass der Großteil der Positionen, die da dargelegt werden, werden zum Beispiel nicht begründet. Also der Hauptteil derjenigen, der Diskussionen oder der Posting und Comments, der Diskussionsbeiträge, die da stattfinden, haben eigentlich keinen Mehrwert für die politische Diskussion. Also da geht es eher darum, dass gepostet wird, das war toll, dass du auf dieser Veranstaltung warst und dergleichen, als dass irgendwas zu einer politischen Debattenkultur beigetragen wird. Und deswegen wäre jetzt meine Frage, Sie als Politiker, die sozusagen ja da beitragen könnten, wie stellen Sie sich vor, dass das machbar wäre? Dass da sozusagen ein Mehrwert entsteht. An beide Herren, bitte sehr. Also zunächst tue ich nicht viel mehr für bessere Kommunikation, ich glaube, Sie haben es formuliert, als möglichst gut zu kommunizieren, so gut ich halt kann. Und das ist auch der Beitrag zur guten Debattenkultur. Und ich bin sehr dankbar, dass Sie das Wort Debattenkultur jetzt auch angesprochen haben, weil das ist mir auch zu den Ausführungen der Frau Steiner-Hämmerle gerade eingefallen, dass wir in Österreich, ich behaupte gewachsen, keine gute Debattenkultur haben. Auch stark, und der Kontrast drängt sich so stark auf, weil der Sprachraum so ähnlich ist, auch stark im Unterschied zu Deutschland. Wir haben in Österreich keine gute Debattenkultur.
Ich unterstreiche voll, dass zur guten Debattenkultur auch Streitkultur gehört. Dass zur guten Debattenkultur auch ein eben kultivierter Widerstreit der Argumente gehört. Das hat aber nichts oder nur sehr entfernt mit den neuen Medien zu tun, weil die Debattenkultur hat in Österreich schon vor der Verbreitung der neuen Medien gefehlt und spiegelt sich jetzt dort wieder. Ich bleibe dabei, dass es darauf ankommt, wie wir umgehen mit neuen Medien. Und da möchte ich auf zwei Dinge hinweisen. Das eine ist das Axiom aus der Kommunikationswissenschaft, dem ich viel abgewinnen kann, dass da heißt, Gefühle sind immer echt. Soll heißen, wenn jemand postet, was immer, toller Auftritt oder schlechter Auftritt oder dieser Ziegelstein hat mehr Fans als HC Strache oder etwas dergleichen, weil dieses Beispiel vorhin gekommen ist, dann ist das ein Ausdruck eines Gefühls. Da sage ich, fair enough, das ist ja ein Bürger, ein Mensch, der hat eine Stimme und der drückt dieses Gefühl aus und er stimmt nicht mit den Füßen, aber eben mit dem klickenden Zeigefinger, wenn man so will, ab. Das heißt nicht, dass er formal abstimmt, um bei dem Thema wieder zu sein, sondern er drückt eben sein Gefühl aus. Und das andere ist ein Zitat, das ich unlängst gehört habe vom Rektor der Pädagogischen Hochschule Baden, das mich sehr beeindruckt hat und nachdenklich gemacht hat, dass da heißt, am Theater ist alles unecht mit Ausnahme der Wirkung. Er hat das aufs Theater bezogen. Und ich beziehe das jetzt nicht eins zu eins auf die Politik, aber sehr wohl in sehr weiten Bereichen. Und gerade das Beispiel Strache zeigt das sehr, sehr stark. Ich behaupte, ich kann es nicht wissenschaftlich belegen, es ist nur ein Gefühl, dass der ganz große Teil derer, die sich als Fans von HC Strache auf Facebook outen, das nicht aus dem, was wir, wie wir jetzt diskutieren, als politische Gründe bezeichnen würden, tun. Sondern, und das ist aber dann in der Wirkung echt, ja? Also ich unterschätze das deshalb nicht, eher möchte ich es gar nicht unterschätzt wissen, weil die Wirkung dann echt ist, dessen, dass aus Gründen einer entweder allgemeinen Protesthaltung, das wäre dann noch politisch, oder eben eines Lifestyles, ja? Oder eines Spaßfaktors, nennen wir es so, eben dieser Klick gemacht wird. Und von dem Klick zur Wählerstimme ist zwar, glaube ich, sehr wohl ein weiter Weg, aber es ist nicht mehr ein ganz so weiter Weg wie ohne den Klick. Und auf der Basis sollten wir das sehr ernst nehmen. Ja, vom Theater, am Theater ist alles unecht mit Ausnahme der Wirkung, weil die Wirkung, die dann auch Gefühle entfalten, und da schließt sich der Kreis, wenn jemand nicht begründet, im Rahmen einer Debatte argumentiert für oder gegen jenes zu sein, sondern nur ein Gefühl ausdrückt, dann hilft das zwar nicht der Debattenkultur, aber es ist ein Faktum und es entfaltet irgendeine Wirkung. Und wenn das nur ist, dass neben dem Posting in Facebook steht, 394 gefällt mir und 87 Kommentare und dann klickt man schnell in die Kommentare und da steht eine ganze Latte von toll gemacht, super Sache, wunderbar, wunderschön und was auch immer. Nicht einen ehemaligen Finanzminister zu zitieren. Also, ja, Gefühle sind immer echt und am Theater ist alles unecht mit Ausnahme der Wirkung. Und Debattenkultur bin ich voll bei Ihnen, aber das werden wir über die neuen Medien vielleicht lösen, wenn mehr Menschen mitdiskutieren. Das kann schon im verantwortungsvollen Umgang eine Lösung sein. Aber die neuen Medien sind weder schuld an der mangelnden Debattenkultur, noch sind sie die Lösung. Frau Steiner-Hammerle hatte ein gutes Wort eingebracht, die Ritualisierung oder die Rituale in der Demokratie. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, den in einer politischen Debatte wahnsinnig wichtig ist. Die Politik hat den ganz, ganz großen Vorteil gegenüber dem Netz, dass sie langsam ist. Dass sie notwendigerweise langsam ist, weil sie ritualisiert ist. Ich habe ehrlich keine Ahnung, wie in Österreich die Gesetzgebungsprozesse laufen. In Deutschland haben wir 3 Lesungen im Bundestag, wir haben Ausschusssitzungen und so weiter. Völlig egal, wie sehr man das beschleunigen möchte. Durch diese Rituale hat man eine Zeitverzögerung, die es ermöglicht, eine Debatte in einer etwas größeren Tiefe zu führen. Das habe ich in einer Netzdebatte, die in 140 Zeichen abläuft oder in 5000 Zeichen auf Facebook, in der häufig kein zweites Mal darüber nachgedacht wird, was ich schreibe, nicht. Deshalb braucht es auch da Formalismen, Rituale, die eine breitere Beteiligungs
Möglichkeit erschließen. Wir arbeiten in Baden-Württemberg gerade an einer Art virtuellen runden Tisch. Ein runder Tisch ist eine Bürgerbeteiligungsmöglichkeit auf kommunaler Ebene, bei der Bürgergruppen sich zusammensetzen können, zum Beispiel über ein Bauvorhaben der Gemeinde reden, Feedback geben, das dann vom Gemeinderat aufgegriffen wird. Das sehr stark darunter leidet, dass es regional gebunden ist, dass immer die gleichen Menschen zu diesen runden Tischen kommen und dass man damit vielleicht 1% bestenfalls eher eine Promille der Bevölkerung tatsächlich erreicht. Wenn man aber die Regeln, die für einen solchen runden Tisch gelten, auch ins Netz überträgt, in eine Debattenplattform überträgt, auf der man dann über Beiträge, über Argumente und Ähnliches mit abstimmen kann, kann man darüber sehr viel mehr Feedback, formalisiertes Feedback erhalten, das dann wiederum den Politikern zugutekommt. Und da hilft ein mit viel Gefühl vorgetragenes Posting relativ wenig. Ein Argument dagegen kann dann schon sehr viel stärker überzeugen. Das sind Möglichkeiten, die wir bisher noch kaum nutzen, aber die derzeit an der Entstehung sind. Und ich glaube, dass das auch wirklich ja, tatsächlich eine breitere Debatte dann ermöglichen wird. Frau Hinterleitner hat sich vorhin schon nickend zu Wort gemeldet. Ich möchte das nur bestätigen, was Sie gesagt haben. Also es, wenn auf der Standard.at beteiligen sich ungefähr 5-6% aller User posten, und die Hälfte davon postet ungefähr ein Posting im Monat, also relativ wenig. Trotzdem ist es so, dass zum Unterschied von Facebook dort schon Debatten stattfinden, auch politische Debatten stattfinden können zumindest. Es ist nicht immer so und nicht immer vorhersehbar, wo sie dann wirklich stattfinden, aber es gibt sie. Und ich weiß nicht, ob sie unsere Seite da auch analysiert haben. Wir sind dabei, okay. Und ich glaube, wenn man sozusagen ein Regel, ein Setting macht, wo es klar kommuniziert ist, dass es jetzt um eine ernsthafte Debatte geht, und das kann man am besten erreichen dadurch, dass man zum Beispiel sich als Journalist oder als Journalistin wirklich permanent einmischt, antwortet und mitredet, oder auch ein Format, das wir ausprobiert haben und wo wir selber ganz erstaunt sind, wie gut das funktioniert, wenn wir zum Beispiel einen Politiker einladen, der einen ganzen Tag mit den Usern diskutieren kann, und dann kommen eigentlich nur wirklich gute Fragen, Argumente und eine gute Diskussion, und wir müssen praktisch nichts löschen. Also ich glaube, das, was wichtig ist, wenn das so ohne Regeln, ohne Ziel, ohne irgendwas ist, dann wird das nicht funktionieren, aber wenn man da ein Reglement baut, wie so eine Diskussion überhaupt laufen kann, dann wird das ohne weiteres funktionieren. Und so ein Medium hat ja dann den großen Vorteil, dass da eben viele mitlesen und das weiter verbreitet wird und kommuniziert wird. Und ich finde, ein Thema bei dieser ganzen Geschichte ist auch, diese neuen Techniken, diese neuen Medien ermöglichen bessere Transparenz, wie es überhaupt zu Entscheidungen kommt. Und zwar, ich meine das jetzt ganz pragmatisch, es ist einfach viel einfacher, ein Mail an eine bestimmte Gruppe auszuschicken und ein Protokoll, das kostet viel weniger, also es ist weniger aufwendig. Ich weiß nicht, was immer ich in einer Gemeinde kommunizieren kann, ich kann diese neuen Medien nutzen, um die Leute zu informieren und auch um Feedback einzusammeln, und zwar relativ einfach, und das dann wieder sozusagen wieder beantworten. Und wenn ich eine Entscheidung zu treffen habe, zum Beispiel über so ein Bauprojekt oder so, wo was immer, je besser ich die Leute sozusagen ermächtige, überhaupt an der Entscheidung mitzuarbeiten, weil es bringt ja nur was, wenn ich qualifiziert argumentieren kann oder wenn ich mich auskenne, sonst kann ich ja nur sagen, ich finde das blöd, dann bin ich bei der Gefühlsäußerung und ich find's super, sondern ich muss ja ein gewisses Know-how haben, um überhaupt mitreden zu können, und das ist sozusagen meiner Meinung nach auch die Aufgabe der politischen Vertretungen, dass sie das mit Hilfe dieser neuen Möglichkeiten initiiert, dass eben der Bürger, weiß ich nicht, der Gemeindebürger oder ich, wo immer, um welches Thema es immer geht, dass der überhaupt mittun kann. Ja?
Und es wird dann einfach nur ein bestimmter Prozentsatz. Und der kann sehr klein sein, das wird auch nur 1% sein. Das ist ja nicht tragisch, ja? Das finde ich, das ist ja nicht furchtbar. Ja? Das ist, ich meine, man interessiert sich für ein bestimmtes Thema, da wird man dann mitmachen und bei 99 anderen Themen wird man nicht mitmachen. Und es ist, meiner Meinung nach, ist es so wie in einem Museum. Ich brauche niemals in die Albertina gehen, aber ich finde es trotzdem klasse, dass es die Albertina gibt. Ja? Und ich finde es trotzdem klasse, dass ich mitmachen kann, ja? Aber ich muss nicht mitmachen. Aber es gibt andere, die mitmachen, denen das Thema dann wichtig ist. Und dann fühle ich mich vertreten. Ich glaube, um solche Prozesse geht es da. Ich möchte noch eine Anschlussfrage an Debattenkultur gerade an Sie richten. In der Vergangenheit hat das Standard.at immer wieder Postings nicht zugelassen zu heiklen Themen. Tod vom Papst, Jörg Haider, was auch immer. Und hin und wieder ist man auch wirklich erschrocken über das Niveau von Postings. Gibt es so einen Bodensatz von Leuten, die sich zwar gereizt fühlen von politischen Themen, aber gar nicht interessiert sind an einem politischen Diskurs, an einer politischen Debatte im Netz? Ja, die kann man nur einfach schlicht und ergreifend Ja sagen. Ja, die gibt es. Die haben ein Aggressionspotenzial, das ist eigentlich ziemlich wurscht, worum es da geht. Die müssen ihre Aggressionen loswerden aus. Und man muss, und die Kunst ist es und auch der enorme Aufwand ist es, sozusagen die so gut wie möglich rauszuhalten, weil die zerstören natürlich jede Diskussion. Da mag man dann nicht mehr mitmachen, wenn man nur mehr blöd angemacht wird, wenn man was sagt. Frau Steiner-Heimann, die war die erste und dann die beiden Herren. Ja, also das wollte ich auch noch ergänzen. Also ich habe einmal auf die Standard.at war ich als Gastkommentatorin, also das habe ich mir das letzte Mal die Postings dazu durchgelesen, weil das sagt mir niemand ins Gesicht persönlich, also was dort gepostet wurde, wirklich an diffamierenden Beleidigungen. Und das ist natürlich schon ein großes Problem, diese Anonymität, ja, hinter der man sich versteckt. Ich glaube aber, ein Problem, da kann aber das Netz nichts dafür, ist, dass Jugendliche generell nicht mehr so sehr inhaltliche Auseinandersetzungen suchen. Das ist schwieriger geworden, hat aber vielleicht auch mit der Fülle zu tun. Und vor was ich also immer wieder nur darauf hinweisen muss, auch in einer Demokratie geht es natürlich stark um Repräsentativität und das ist das Netz nicht. Und da gab es schon eine Untersuchung in den 70er Jahren, von Werber und Nee, die gesagt haben, je höher die Bildung und desto qualifizierter der Beruf, desto größer eben die Chance auf eine politische Partizipation. Und daran, muss ich sagen, hat sich halt leider bis heute nichts verändert. Ja, neue Techniken hin oder her. Und das ist eigentlich das Problem. Und es ist halt nun mal nur ein kleines Segment, das sich im Netz da abbildet. Und man darf da eben nie Gefahr laufen, das dann als allgemeine Meinung zu sehen. Und es ist viel wichtiger, darauf zu achten, wer da eben nicht oder wer ausgeschlossen wird auch aus solchen Prozessen. Ja. Ich bin mir aber unschlüssig oder nicht sicher, wie man die kurzfristig einbinden kann. Mittel- bis längerfristig, glaube ich, gäbe es Rezepte, aber ich sehe noch nicht, dass die Schritte dahin gesetzt wurden. Herr Hausel war, hat sich zu Wort gemeldet. Ja, es ist schon angesprochen worden, es geht ganz sicher zentral um die Frage der Regeln dabei. Ne? Das ist, ich meine, mich haben im ersten Moment auch verschiedene, nicht nur Postings, sondern das wird ja dann auch organisiert auf den E-Mail-Account geleitet und ich habe bei dieser ersten Mail-Lawine versucht, zu diskutieren mit den vielen Postern hier und da wollte nur niemand. Das war ganz klar. Das ist so wie auf der Straße bei einer Demonstration eine Auseinandersetzung, da geht es darum, wer ist lauter, wer kann die anderen niederschreien, da geht es nicht um die inhaltliche Auseinandersetzung. Ich glaube, das sollte uns auch nicht überraschen. Die Frage ist, mit welchen Regeln lassen wir das zu oder schützen wir auch eine demokratische Gesellschaft davor, damit diejenigen, die besonders lautstark sind, die besonders aggressiv sind, die besonders bedrohlich dann
posten, und früher hat man halt die anonymen Schmähbriefe gekriegt ohne Absender. Jetzt geht es sehr viel leichter und ist deswegen auch sehr viel breiter. Ich glaube nicht, dass es als Phänomen insgesamt größer geworden ist, aber da würde mich interessieren, wie Sie das selber einschätzen. Sowohl in der Politik, nehme ich an, kommt da etwas mehr daher, in den Medien sowieso, das ist die eine Geschichte. Die zweite ist die Frage Euphorie, die ich am Anfang von Ihnen, Herr Mandl, so mitschwingen gehört habe. Da habe ich dann sozusagen der potenzielle Journalist, jeder Mensch als der potenzielle Journalist. Jetzt haben Sie auch das Fach studiert, in dem ich unterrichte, und wissen, dass da schon noch einiges dazu gehört, damit sich jemand Journalist mit Recht nennen darf. Aber mir geht es mehr um diese Frage, innerhalb von Sekunden habe ich mir notiert, habe ich Öffentlichkeit? Gegenfrage, wie wenig Öffentlichkeit habe ich, weil es geht auch hier immer um die Frage der Aufmerksamkeitsökonomie, die auch da wieder genauso funktioniert, im Wesentlichen wie in den klassischen Medien, und die Aufmerksamkeit der Bevölkerung, der Menschen ist ja nicht wirklich größer geworden. Ja, wir haben dieselbe Arbeitszeit und auf der anderen Seite dieselbe Freizeit, in der wir uns mit dem beschäftigen können, was uns interessiert, gesellschaftliche Entwicklung, Politik, aber auch anderes natürlich. Ne? Und das ist der Unterschied halt zu sehr viel früher, als die Arbeitszeit wesentlich länger war und im Reproduktionsbereich es sehr viel weniger Möglichkeiten gab für die Menschen, das einigermaßen zeitökonomisch zu tun. Da hat man sich sehr viel weniger Zeitspielraum gehabt, um sich in die Politik überhaupt einzumischen. Da ist man auf eine Versammlung gegangen oder zwei oder drei im Jahr, und das war es dann auch schon. Mehr war nicht drin zeitlich. Ja, die Frage ist, wird das anders, wenn wir tatsächlich eine wesentliche Arbeitszeitverkürzung hätten, dass dann es anders ist. Das ist wahrscheinlich auch der Spielraum für diejenigen Modernisierungsverlierer oder Bedrohten in dieser gesellschaftlichen Entwicklung. Die haben nämlich nach wie vor sehr wenig Zeit, sich mit Politik zu beschäftigen. Und das ist wahrscheinlich der Grund, wo vielleicht auch dann, wenn wir sehr früh in der Bildung ansetzen würden mit Medienkompetenzvermittlung, es trotzdem dort nicht wirklich sehr viel mehr Partizipation geben würde in der Politik. Aber ich weiß nicht, wie Sie das sehen, Frau Steiner-Hämmerle, das kann man sich ja auch über Jahrzehnte anschauen, dass die Partizipation wahrscheinlich mit der Frage, sozusagen, wie viel Zeit Menschen haben, partizipieren zu können, und natürlich mit dem Bildungsfaktor, klar. Und das war es auch schon. Danke. Sonst wird es eine Co-Vorlesung. Ich wollte gerade sagen, war das ein Vortrag oder eine Frage? Wenn Sie Ihr Statement anbringen wollten, dann kommt Stefan Wallner, der Generalsekretär der Grünen. Danke. Zu einem Punkt eine ergänzende Frage zur Debatte. Meine Wahrnehmung ist, wir dürfen gerade in dem Feld nicht alle über einen Kamm scheren, und ein Trend war noch nicht angesprochen, nämlich dass wir im Netz eine ganz große Zahl an Leuten haben, die im Wesentlichen audiovisuellen Content konsumieren. Das heißt, nicht diskursiv, nicht Debatte, eher in meiner Wahrnehmung nach gerade bei den Jüngeren eine Minderheit, sondern narrativer Content, der eben genau vom Diskursiven weglenkt. Was heißt das für Politik? Halte ich für eine ganz große Frage, da geht es auseinander. Und bei all den Unterschieden, glaube ich, gibt es zwei Punkte, die wir beantworten müssen in der Politik. Das eine ist die Frage der Relevanz. Was hat das mit meinem Leben zu tun? Weil wenn nicht relevant, wird weggeklickt oder ausgeschalten, und das ist eine wesentliche Veränderung. Und es läuft nicht mehr über Zugehörigkeit, sondern ich muss erklären und legitimieren, welche Relevanz hat die Geschichte, die ich tue. Und das Zweite ist, bei den Leuten, die mobilisierbar sind, von denen wir, glaube ich, heute Abend auch im Wesentlichen gesprochen haben, ist dann die Frage der eigenen Wirksamkeit. Wie kann ich selbst wirksam werden und darauf einwirken? Und das ist das Problem bei der Streiterei, unter Anführungszeichen, die du, Lukas, angesprochen hast, weil das ja tatsächlich ein Bestandteil von Politik ist, die Auseinandersetzung auch durchaus mit einer guten Streitkultur. Da ist das eine, dass, glaube ich, ein Teil der Leute sagt, ich will euch nicht beim Streiten zuschauen und zuhören, ich will, wenn, dann mitstreiten. Und damit sind wir in diesen Formaten, die hier neu entstehen, womit zum Teil Politik sich sehr schwer tut im Umgang. Und ein anderer Teil sagt,
ich verstehe nicht, worüber ihr streitet und ich kann nicht nachvollziehen, was das mit mir zu tun haben soll, und damit sind wir wieder bei der Relevanz angelangt. Ja. Und ich glaube, dass diese zwei Fragen ganz stark im Vordergrund stehen in der Frage politischer Kommunikation, wie wir mit den Herausforderungen neuer Medien und auch quasi der eigenverantwortlichen Management bei Knopfdruck, ich klicke mich raus, ich klicke mich rein, wie wir damit umgehen. Und bei den ganzen inhaltlichen Debatten, und das erlebe ich jetzt ein bisschen in der Beobachtung der Piraten auch als spannendes Thema, sie haben sehr viele Mitglieder in Deutschland. Wie viele beteiligen sich an Programmdebatten? Die Grünen sind aus der quasi analogen Basisdemokratie entstanden, wo es um Sitzfleisch geht, wo du auch das Problem hast, Legitimation durch Partizipation, wie repräsentativ ist das und all diese Dinge, mit denen muss man sich auseinandersetzen. Im Netz ist es noch viel einfacher zu sagen, ich habe abgesondert und jetzt gehe ich raus. Ja? Das heißt, wie führst du auch eine schwierige Debatte zu Ende und kommst zu einem Ergebnis, weil das heißt auch Durchhaltevermögen. Ja? Und ich glaube, dass das einer der Knackpunkte ist, wo ich gerade erlebe, so die Debatten, die Piraten in ihrer Parteiwerdung, wo es durchaus eine Herausforderung gibt. Herr Nitz. Da gibt es einige Herausforderungen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sehr nützlich ist, wenn man eine Kombination aus einer Debatte im Netz hat und einer Debatte in der analogen Welt. Weil man unterschiedliche Menschen erreicht, weil man unterschiedliche Argumente, unterschiedliche Diskussionsarten erreicht. Wir haben dann über alle möglichen Diskussionsformen auch eine sehr breite Beteiligung. Prozentzahlen ganz genau zu sagen, ist schwierig, weil das sehr stark vom Thema abhängt. Ich würde sagen, dass ich je nach Thema zwischen 10 und etwa 50% der Piraten tatsächlich an Diskussionen beteiligen, wobei da sehr viel dann eben zum Beispiel über regionale Mailinglisten, über regionale Diskussionsgruppen läuft, aus denen dann wiederum Mitglieder in anderen Verbänden mitdiskutieren, da Argumente mit rübertragen. Dass sich viele an einer bundesweiten Debatte beteiligen, ist selten. Es kommt vor, aber das sind dann zwischen 1 und 5% der Partei etwa. Aber wie gesagt, da hat man auch den großen Vorteil, wenn man Fristen setzt, wenn man zu Parteitagen Anträge ausarbeiten muss oder ähnliches, dass dadurch ein Druck entsteht, dass eine Debatte nicht ins Uferlose läuft, sondern dass sie tatsächlich auf ein Ziel fokussiert wird. Wir experimentieren dann mit Systemen wie Liquid Feedback oder ähnlichem, bei dem es möglich ist, nicht nur zu debattieren, sondern auch quantitative Meinungsbilder zu erheben, bei dem man da ganz genau auswerten kann, wie groß ist die Partizipation, wie stark gewichtet werden unterschiedliche Argumente. Und es zeigt sich, dass viele, die tatsächlich an einem Thema interessiert sind, dann eben nicht nur ihre Meinung dort einkippen, sondern weil sie da auch Mehrheiten organisieren möchten, weil sie den Vorschlag dann ja auch irgendwo durchsetzen wollen, dass sie dann auch bereit sind, sich der Debatte zu stellen, Argumente aufzugreifen, einfach weil sie sehen, damit könnte ich vielleicht noch ein bisschen breitere Zustimmung erreichen. Was angesprochen wurde, wenn ich noch ganz kurz darauf eingehen darf, ist die Frage der Aufmerksamkeitsökonomie. Das verschiebt sich ein bisschen im Vergleich zu den alten Medien. Aufmerksamkeit ergibt sich nicht mehr daraus, dass ein Leitmedium etwas veröffentlicht, dass eine große Zeitung etwas veröffentlicht, eine Nachrichtenagentur, sondern aus dem sozialen Umfeld. Es wird viel wichtiger, was konsumieren die Freunde, was klicken die an, was empfehlen die auf Facebook, was empfehlen die auf Twitter, wie häufig wird es empfohlen. Ein Artikel, egal von wem er veröffentlicht wurde, egal ob das jetzt ein Blogger ist oder ob das eine große Zeitung ist, die viel gelesen wird, geht immer durch mehrere Wellen in sozialen Netzwerken durch, dass sie empfohlen wird, dann kommt eine zweite Welle dazu, die das dann später liest und wieder weiterempfiehlt, und so verbreitet sich das. Und das ist eine ganz wesentliche Veränderung im Vergleich zu einer früheren Veröffentlichungsform, wo das Medium relevant war. Relevant wird jetzt die soziale Gruppe um die Menschen herum, die ich erreiche. Bitte sehr. Dankeschön. Mein Name ist Ayat Al-An, ich bin Professor an der Wirtschaftshochschule in Berlin. Erlauben Sie mir eine ganz kurze Beobachtung der Diskussion jetzt. Und was ich interessant finde, dass ja parallel ein massiver Umbruch stattfindet in der Wirtschaft und der Globalisierung.
dass wir es mit Tausenden von Leuten zu tun haben, die auf einmal ganz neue Arten der Zusammenarbeit pflegen. Ja, die Software programmieren, die Patente bewerten, die Enzyklopädien erstellen. Das sind alles Organisationsformen, die wir gar nicht gekannt haben noch vor einiger Zeit, wo Leute zusammenkommen, die das freiwillig machen, die das ohne Bezahlung machen, die etwas tun. Das Erstaunliche im Web scheint ja zu sein, dass weniger die Diskussion das Wichtige ist, sondern die Tat. Also das sind Leute, die etwas tun wollen. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, wie reagieren Parteien drauf? Also außer, dass sie, Herr Mandl, wenn ich Ihr Beispiel nehmen darf, also dass sie Instrumente kooptieren, das ist ein No-Brainer sozusagen, also dass sie Instrumente nehmen und versuchen, mit Leuten zu kommunizieren. Das eigentlich Spannende wäre ja, wenn sie diese Enquete nehmen, von der Sie vorhin gesprochen haben, sie sagen, okay, wir setzen die aufs Netz, ja, oder wir laden Leute ein, die uns mal ein paar Ideen geben, wie wir solche mit solchen Copyright-Verfahren umgehen können. Das machen Unternehmen mittlerweile, die haben ja erkannt, dass das wahnsinnig produktiv ist. IBM verdient heute mehr mit Open-Software-Produkten als jeder andere. Google gibt seine Werbung außer Haus, gibt sie Leuten, die sagen, hey, hab ich eine Idee, wie das geht, dann macht das. Also es ist sehr stark die Tat im Vordergrund und die spannende Frage wäre zu sein, wie reagieren Parteien organisatorisch auf das? Also wie binden sie solche aktionistischen Plattformen ein? Geht das überhaupt und wie macht man das? Ja. Wer immer antworten will, mir fällt da jetzt keine Antwort drauf ein. Ich kann das nur bestätigen, dass das Tun sozusagen das Spannende ist. Wir Journalisten und Journalistinnen einfach erleben, dass die Menschen einfach das, was wir jeden Tag tun, genauso gern tun und egal, ob es gelesen wird oder nicht gelesen wird, das kommt ja auch noch dazu, tun sie es trotzdem und sie tun es in einer Regelmäßigkeit und mit einem Engagement, das eigentlich unglaublich ist. Weil wenn bei uns zum Beispiel 1000 Postings unter einem Artikel erscheinen, das wird ja nicht mehr gelesen, da erscheinen die ersten 25 auf einer Seite und der Rest ist weg und trotzdem wird es getan, weil das einfach sozusagen so viel Spaß macht, das zu tun. Und es geht sogar so weit, dass sie ja mittun wollen. Sie wollen uns helfen, sie machen uns auf Fehler aufmerksam, sie weisen uns auf irgendwas hin, was wir vielleicht nicht bedacht haben. Sie wollen, das sind eh die berühmten Beispiele vom Guardian, sie wollen mithelfen, dass man beim Recherchieren sozusagen schneller ist und so weiter und so fort. Also das ist eine unglaubliche große positive Energie, die da entsteht und es geht auch extrem viel weiter. Also man kann das, was man, wenn man da offen ist für die Community sozusagen, kann man unglaublich viel davon profitieren. Und ich glaube auch, wenn man auf die Politik, wenn ich sozusagen in der Politik wäre, würde ich mir wirklich überlegen, wie kann ich diese positive Energie, das Einbinden in Entscheidungsprozesse oder das Einbinden einfach in das, was tagtäglich in der Politik passiert, wie könnte ich das bewerkstelligen, auch mit Hilfe dieser neuen Medien. Und das ist wirklich ganz spannend. Und es hat sich, wie soll ich sagen, der ganze Prozess, wie publiziert wird, wird sich komplett verändern. Also das weiß man jetzt schon. Das heißt, das bedeutet nicht, dass Journalisten und Journalistinnen dann nicht mehr notwendig sind, aber es wird trotzdem, sie müssen sich auf einen komplett anderen Prozess einstellen, wie das in Zukunft passieren wird und wie das jetzt schon passiert eigentlich auch. Wir stehen. Herr Mandler, bitte. Also erstens finde ich das wirklich erfreulich und schön von der Frau Hinterleitner zu hören, dass es so ist, wie man sich von außen wünschen würde, dass es ist, nämlich dass Leserinnen und Leser sich als im besten Sinn des Wortes Teil der Redaktion empfinden. Ich gehe dann auf diese Thematik auch noch ein und mithelfen, ja, durch ihre Inputs. Ich bin jetzt mehrere Male angesprochen worden. Ich hoffe, dass ich es auch gut auf die Reihe bringe. Diese Enquete zum Urheberrecht war ja genau eine solche Maßnahme, Expertinnen und Experten zu holen, die zum Thema Urheberrecht sprechen können. Das Urheberrecht ist ja nur ein Mosaikstein in dem ganzen Komplex, über den wir heute sprechen. Und zweifellos kann man über alle Medien im persönlichen Gespräch, genauso wie über digitale Medien, über
x-beliebige Inhalte sprechen, mit Fakten, mit Argumenten oder eben auch mit Gefühlen sich austauschen. Wie Parteien? Ja, die hat ja schon stattgefunden. Aber na, selbstverständlich. Sie haben die Expertise in dem Bereich, Sie haben die Universität genannt, von der Sie kommen. Und gerade darum geht es ja, dass Expertinnen und Experten eingeladen werden. Das ist auch sozusagen das tradierte Format für Enquete. Ich darf jetzt gleich widersprechen. Ich glaube, es geht nicht darum, dass man sozusagen einen Schein hat von irgendeiner Universität, nein, darum von irgendjemandem, dass man Experte ist, sondern dass man aufgrund der Tatsache, dass man sich für dieses Thema interessiert und sich auskennt und sich irgendwo eine Glaubwürdigkeit erarbeitet hat und Interesse an diesem Thema hat, dass man dann mitmachen kann. Man muss sozusagen vorher nicht irgendwie eine Universitätslaufbahn haben. Das ist also sozusagen. Zustimmung habe ich auch nicht behauptet, in keiner Weise behauptet und schon gar nicht gemeint. Das ist das Wesen einer Enquete. Ich wollte das Wesen, das Format einer Enquete erklären. Und wie Parteien eingehen auf die Entwicklungen, ich kann nur auf das Thema kommen, das ist eine zu dynamische und zu organische und zu schnelle Entwicklung, als dass nur durch Managementmaßnahmen, durch zentrale Maßnahmen und dergleichen mehr neue Wege richtig beschritten werden könnten, sondern es hängt von den handelnden Personen ab. Ich glaube, dass das auch mehr denn je eben in diesem Bereich der Fall ist. Ich sage ein Beispiel. Es war vielleicht in der Vergangenheit noch möglich, dass ein Pressedienst einer Partei für einen Politiker eine Presseaussendung geschrieben hat und der Politiker hat nur mehr Ja dazu gesagt oder hat irgendein Detail ausgebessert und dann ist diese Presseaussendung verschickt worden. Das kann ich jetzt dahingestellt, wie gut diese Praxis war oder ist. Aber in Twitter oder Facebook, natürlich ist, ja, aber da müsste man jetzt breiter ausführen. Aber in Twitter oder Facebook funktioniert das gar nicht. Also die Grundvoraussetzung dafür, gut zu kommunizieren in neuen Medien, ist Authentizität. Und da kann eben nicht ein Pressedienst, ein Management, eine Zentrale oder dergleichen für einen Politiker etwas machen, dann muss der Politiker oder die Politikerin das selber tun. Und weil die Debatte sich auf einem hohen Niveau bewegt, führe ich jetzt nicht jüngere Beispiele aus Österreich dafür an, wie das auch wirklich ganz gehörig baden gehen kann. Ich glaube, narrative Elemente waren immer Teil einer guten Kommunikation, auch einer guten politischen Kommunikation. Ich gebe dir völlig recht, dass wahrscheinlich in Social Media viel mehr Audio und Video, bewegte Bilder konsumiert werden als Postings in Textform. Wir haben heute überhaupt noch nicht gesprochen, auch über Analphabetismus und sekundären Analphabetismus, der immer mehr eine Rolle spielt, je mehr Partizipation auch mit Schriftform zu tun hat etc. Also wir sehen schon, es gibt viele Bezüge. Aber diejenigen, die sich interessieren, die werden auch erreicht durch, ja, nennen wir es Videobotschaften, Spots auf YouTube, Videobeiträge und dergleichen mehr. Wir sind wieder bei denen, die sich extra interessieren müssen. Die anderen werden nicht erreicht. Und da bin ich auch beim Professor Hausjell. Wie viel Öffentlichkeit wird wirklich erreicht innerhalb von Sekunden? Ich habe ein Schlüsselerlebnis für mich, nicht wissenschaftlich belegt. Ich will nicht bei Ihnen zur Prüfung antreten damit, aber für mich ein Schlüsselerlebnis. Das war dieses furchtbare Unglück in Duisburg bei dem Rave mit den vielen niedergetrampelten Menschen, Toten. Ich war relativ frisch in Twitter oder vielleicht ein halbes Jahr in Twitter damals. Das muss im Sommer 2010 gewesen sein. Und es gab den Hashtag, und darauf will ich hinaus, Duisburg. Das war der Hashtag für alles, was mit diesem Thema zu tun hatte. Für die formale Berichterstattung, für die Urban Legends, die rundherum entstanden sind, ja, für die Gerüchte und Behauptungen, für die Gefühle, für die Beileidsbekundungen, für alles. Und bei jedem Klick sind dort nicht 10, sondern 100 neue Postings gewesen mit diesem Hashtag und immer mehr Postings mit diesem Hashtag. Nein, ich habe sie nicht alle gelesen. Also nicht jeder User, der diesen Hashtag verwendet hat, hat zum Beispiel mich als anderen User erreicht. Aber da war der Fall gegeben, dass aufgrund der Aufmerksamkeit und des Interesses innerhalb von Sekunden für dieses Thema aus der kleinen Blase, die es fast immer ist, wie der Herr Nerz gesagt hat, eben kurzfristig auch eine riesengroße Blase geworden ist. Und selbstverständlich
gehört viel mehr dazu, Journalistin oder Journalist zu sein, als einen Facebook- oder Twitter-Account zu haben. War ein bisschen kokett, wie ich das vorhin erwähnt habe. Ein groß, also da sind Sie viel berufener, das zu beantworten, aber das ist natürlich groß und darauf will ich auch hinaus. Also wahrscheinlich wird durch die neuen Medien journalistische Ethik nicht weniger wichtig, sondern wichtiger. Also Check, Recheck, Double Check und Interpretation, wie ich es vorhin erwähnt habe. Also die Glaubwürdigkeit ist auch hochinteressant. Es gibt andere, die hier Zahlen haben, aber ich kenne Zahlen, dass Jugendliche, die sich sehr intensiv in Facebook bewegen, gleichzeitig sagen, sie ordnen Informationen auf Facebook sehr wenig Glaubwürdigkeit zu. Also völlig klar. Ja. Also Journalismus wird schon gar nicht aussterben, sondern er wird wichtiger und nicht weniger wichtig. Aber es ist ein völlig verändertes Umfeld, weil mit einem Klick Öffentlichkeit da ist. Bevor wir zum Ende kommen, darf die Politologin noch auf den Politiker replizieren, bitte sehr. Danke. Ich muss ihm dazu noch recht geben, also mit dieser Aussage. Journalisten, glaube ich, werden tatsächlich wichtiger werden. Nicht mehr, weil der Service jetzt heißt, um 5 ist die Zeitung vor meiner Haustür, aber die Inhalte sind aufbereitet. Und das merkt man ja auch, dass auch Inhalte, wenn sie im Netz konsumiert werden, immer aus einer zuverlässigen Quelle, und das ist nun mal ein Medienhaus, oder dafür bürgt ein Medienhaus oder sollte es bürgen. Was aber die Gefahr ist, ist schon, dass durch das Netz diese, also ich sage jetzt als Politikwissenschaftlerin wieder, dieses Lagerfeuer weggefallen ist. Ja. Dieses Lagerfeuer der Nation, früher war es der ORF, 1930 durchgeschaltet, wissen wir alle, sondern die Gesellschaft zerfällt in lauter Teilöffentlichkeiten, und sie ist aber schon zerfallen in lauter einzelne Teile. Und ich glaube, was eben das Wichtige wäre, und da habe ich noch keinen Schlüssel, wie das Netz das auch gewährleisten kann, ist jetzt einfach wieder auf diese Gemeinsamkeiten, auf diese gemeinsame Basis, auf der eine Demokratie beruht, wie man darüber diskutieren kann, wenn quasi jeder nur auf der Jagd ist nach seiner kleinen Community. Ja, das ist auch so ein Begriff, der ja schon gefallen ist, und auch wenn sie dann Blasen wirft oder nicht, bleibt es ja dann doch mehr oder weniger diese Community. Also wie findet man mit diesen neuen Medien, was ich mir eben jetzt schon auch als Traum und Utopie, obwohl wir in einer utopielosen Gesellschaft leben, dann doch mehr oder weniger, ist wieder das Problem der Parteien. Aber wie finden wir eben hier eine Form, das Gemeinsame in unserer Gesellschaft wieder zu diskutieren und zu finden, weil es ist verloren gegangen durch die Individualisierung, da muss ich auch sagen, über weite Strecken, Gott sei Dank, und haben wir die Freiheit, ja, unsere Lebensentwürfe zu leben, aber es muss jetzt eben auch darum gehen, das wieder neu zu verhandeln und zu diskutieren, und ich glaube, da braucht es eben, können uns neue Medien sehr stark dabei unterstützen, aber sie sind einfach keine Gewähr dafür, dass es von selber passiert, und da sind alle gefordert. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, möchte ich noch eine Frage stellen und bitte alle 4 eine kurze Antwort. Eine Frage, die ich zu Beginn stellen wollte, die ich aber leider vergessen habe. Unsere heutige Veranstaltung steht ja unter dem Motto Angriff aus dem Netz. Also wir stehen in einer Zeit des politischen und vielleicht auch medienwirtschaftlichen Umbruchs. Wird es in Österreich in einigen Jahren so ausschauen wie in Deutschland? Kommen die Piraten ins Parlament? Herr Mandl, ich möchte mit Ihnen anfangen. Kurze Antworten. Sie kommen, aber sie müssen nicht unbedingt eine neue Partei sein. Aha. Die ÖVP kapert die Piraten, oder wie? Lassen Sie sich überraschen. Also es gibt eine hochinteressante Sache, das passt jetzt wirklich dazu. Auf Facebook, es wurde viel darüber gesprochen, wie Politik in Facebook stattfindet, nämlich gar nicht, außer Politiker, die posten etwas und irgendjemand jubelt dann darüber. Ich habe eine interessante Erfahrung gemacht. Ich arbeite auf einem Low Level mit Facebook-Werbeanzeigen. Und ich verwende dort, zum Teil regional, in meiner regionalen Arbeit oder bei überregionalen Veranstaltungen, verwende oft einfach Porträtfotos von Politikern, die dort dann sprechen, als Bild der Anzeige. Und um das auch gleich aufzuklären, ich selbst war schon dabei, viele Politiker waren dabei, Michael Spindelecker war noch nicht dabei und Sebastian Kurz ist dabei für eine Veranstaltung, die morgen stattfindet. Und in Facebook zahlt man pro Klick für diese Werbeanzeigen, zumindest in der Art, wie ich das eigentlich im Real-Life-Experiment quasi versuche. Und ich habe bis zu dieser Anzeige mit Sebastian Kurz fast nichts gezahlt.
für diese Anzeigen, weil sie fast nicht angeklickt wurden. Sagt, inklusive meiner eigenen, ich will das einfach nur zu Protokoll geben, Sebastian Kurz wird ganz, ganz intensiv angeklickt. Was wieder ein Zeichen dafür ist, und das meine ich ganz ernst, die Antwort war nur zur Hälfte kokett. Es geht um Persönlichkeiten, die glaubwürdig erstens eine gute Politik machen, ich hoffe, das spielt die größte Rolle und dafür gibt es auch starke Anzeichen, und zweitens auch gut kommunizieren können, und das eine hängt auch mit dem anderen zusammen. Und gut zu kommunizieren heißt heute eben nicht mehr nur eine OTS-Meldung ausschicken zu können und Klinken zu putzen, was immer wichtig bleibt und dergleichen mehr, sondern auch in Twitter oder Facebook oder YouTube oder sonst wo, was wir heute noch nicht kennen und in 10 Jahren glauben, das hat es schon immer gegeben, eben gut kommunizieren zu können. Und es gibt Persönlichkeiten, die diese Glaubwürdigkeit offensichtlich mitbringen. Frau Steiner-Hemmerle, kommt es auch in Österreich zu so einem weitgreifenden Umbruch? Naja, das ist die klassische Frage an die Politikwissenschaftler und Ihnen, wie die nächsten Wahlen ausgehen, und niemand kann das wissen. Also ich glaube, die Piraten müssen ja auch jetzt nicht einmal ins Parlament. Sie haben ja schon einiges erreicht, auch in Österreich, also das Transparenzpaket, also man sieht schon, die anderen Parteien sind panisch geworden, und das ist ja oft auch die Funktion solcher Neugründungen, nämlich die Anwaltschaft zu übernehmen für neue Themen, für unvertretene Gruppen, und dann einfach die etablierten Parteien dazu zu bringen, diese Themen aufzunehmen. Die Grünen haben das teilweise auch erreicht mit der Umwelt, es gibt sie aber trotzdem immer noch. Ja. Sie sind aber auch nicht mehr, muss ich sagen, das, was sie einmal waren vielleicht von ihrem eigenen Anspruch. Sie sind auch etabliert geworden. Den Parteien kann also, sagen wir mal, sie können durch Erfolg unnütz werden, oder sie können sich eben auch wandeln und eine etablierte Partei werden, und dann wird wieder eine neue Gruppierung kommen und Parteien unter Druck setzen. Ja, aber dennoch glaube ich, dass der Hauptgrund, warum sie unter Druck geraten, immer in den eigenen Strukturen liegt und in den Reformprozessen, die sie einfach versäumt haben. Frau Hinterleitner? Ich bin jetzt ganz kurz, und ich glaube ja, es gibt so viel Protestpotenzial. Ich glaube, Herrn Nerz brauche ich gar nicht fragen, oder? Der sagt natürlich ja, das muss er ja. Unsere Gesellschaft ist in einem sehr, sehr tiefgreifenden Wandel. Das ist völlig unabhängig davon, ob wir jetzt nach Deutschland schauen, nach Österreich oder in die USA. Und dieser Wandel muss sich auch in der Politik, muss sich im politischen System widerspiegeln. Historisch betrachtet ist es so, dass sich politische Systeme nicht von sich heraus verändern, sie werden immer von außen verändert. Und insofern gehe ich davon aus, dass auch die Piraten auch in Österreich in die Parlamente kommen werden. Auch wenn sie es hier schwieriger haben als in Deutschland. Ich glaube, dass hier die Debatte in Teilen der zumindest sehr viel weiter ist als bei uns. Wenn ich mir die Diskussion um Transparenz, um Öffentlichkeit und Politik anschaue, oder auch ganz symbolisch, wenn man hier ins Parlament reinläuft, hat man einen offenen Eingang. Wenn man in Deutschland ins Parlament reingeht, steht einem ein blau gekleideter Mensch mit Maschinenpistole gegenüber, der einen nicht reinlässt. Und das ist ein Symbolismus, der den Piraten in Deutschland viel Zulauf gebracht hat und den sie in Österreich anders ausgleichen müssen. Aber ja, ich glaube, sie werden es schaffen. Wir nehmen es als Kompliment. Aber ich wollte gerade sagen, gut, ja, aber das sind wichtig. Gut. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihr Erscheinen und Ihnen für das Diskutieren. Herzlichen Dank und schönen Abend.